Für DSV-Athlet Richard Freitag ist die Vierschanzentournee nach seinem Sturz in Innsbruck vorbei. Das bestätigte der deutsche Mannschaftsarzt Marc Dorfmüller. Bei seinem bösen Sturz im dritten Springen hatte sich der 26-Jährige die Hüfte schwer geprellt. Das würde ihm in der Anfahrtsposition und bei der Landung zu große Probleme machen. Deshalb entschied der Weltcup-Führende in Absprache mit den Ärzten, in Bischofshofen nicht mehr an den Start zu gehen. Das sei zwar bitter, aber da es in der Saison noch einiges zu holen gäbe, wäre es unklug, nicht auf den eigenen Körper zu hören, so Freitag in einer Stellungnahme des Deutschen Skiverbandes.